vielen Dank für die Einladung nach Chemnitz. Ja, ich bin jedes Jahr gerne hier, manchmal als Gast, manchmal auch als Redner. Diesmal habe ich wieder was zu zeigen. Wie man an der Stimme hört, beschäftigt mich das Projekt schon jetzt seit ein paar Tagen. Auch während der CeBIT habe ich daran gearbeitet. Es ist leider noch nicht ganz fertig, aber man kann einiges zeigen. Die Basistechnologie ist soweit in einem funktionierenden Zustand. Aber fangen wir mal von vorne an. Ja, Knoppix auf dem Raspberry Pi. Erstmal, wofür braucht man sowas? Es gibt doch schon so viele Distributionen. Ja, das habe ich mich auch gefragt, denn sowas macht natürlich dann auch immer Arbeit. Knoppix ist ja ein Live-System, was von DVD oder CD oder USB-Stick startet und Hardware automatisch erkennt, sodass man Philosophie-Gerät, also USB-Stick einstecken, 10 Sekunden warten und dann losarbeiten, ohne dass man irgendwas installieren oder konfigurieren muss. Das Raspberry Pi wiederum ist bekannt als ein sehr beliebter Minicomputer, der für Steuerungszwecke eingesetzt wird und inzwischen auch zum normalen Arbeiten. Seit ein paar Tagen gibt es einen Kernel mit der 3D-Erweiterung und auch 2D-Acceleration, sodass das richtig flüssig läuft. Man kann auch Neverball oder TuxRacer drauf laufen lassen. TuxRacer hakelt noch so ein bisschen in den hohen Auflösungen, aber so die anderen 3D-Sachen funktionieren sehr gut. Ist ein bisschen Kernel-Formelei notwendig, um das zum Laufen zu kriegen. Auf dieser Version habe ich das jetzt noch nicht drauf. Aber in dem Standard-Raspbian, was man sich von der Raspberry Pi Foundation runterladen kann, da sind die entsprechenden Overlays und die Konfiguration in Raspi-Config drin. Das ist also nur noch ein ganz kleiner Schritt, damit man hier auf dem Desktop auch mit 3D arbeiten kann. Gut, und die beiden wollen wir jetzt zusammenführen. Also die Ursprungsidee war eigentlich, das Knoppix, was aktuell nur AMD und Intel unterstützt, auch in einer Version für die ARM-Architektur anzubieten. Und die soll dann laufen auf Smartphones, VR-Brillen, Tablets, Miniboards und so weiter. Das Problem dabei ist, das geht nicht. Die ARM-Architektur unterstützt nämlich gar keine Hardware-Erkennung. Standardmäßig hat die kein BIOS, kein Plug-and-Play, kein PCI-Bus, wo man abfragen könnte, welches Gerät ist da drin. Unbekannte Adressen für sämtliche Peripherie. Das heißt, man muss für jedes ARM-Board ein eigenes Betriebssystem schreiben, ähnlich wie bei CyanogenMod, was ja viele auch kennen als ein Betriebssystem, also Android-Derivat für verschiedenste Geräte. Die haben ja unglaublich viele und die müssen auch für jedes Gerät einen eigenen Kernel bauen. Ja, also da mir da die Manpower aufgeht, muss ein eigener Kernel und Module kompilieren, das ist illusorisch und dann kommt das, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. Na, ist noch nicht zu Ende. Ja, es ist noch nicht ganz zu Ende. Ja, das, genau so war es auf dem PC noch auch und dann hast du auch jemanden Knoppix zu machen. Ja, im Prinzip schon. Ja. Richtig, ja. Also es geht eingeschränkt. Wenn die Hardware einigermaßen bekannt ist, also wenn man sich auf bestimmte Boards oder Boardstypen, CPUs und Hardware-Layouts beschränkt, dann funktioniert das. Die DTB, die gerade genannt wurde, das ist eine Overlay-Datei, die dem Kernel sagt, dass er für die im Kernel und in den Modulen vorhandenen Treiber bestimmte IO-Adressen verwenden soll, wo dann die tatsächliche Hardware sitzt. Ja, das kann teilweise der Bootloader erledigen, teilweise kann man das in eine Config-Datei schreiben. Da haben wir wieder so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Der Kernel muss erstmal laufen, damit er diese DTBs laden kann. Also muss im Bootloader eine DTB geladen werden oder im laufenden Betrieb, wenn er zumindest mal schon Zugriff auf die SD-Karte hat, von der er dann was nachladen kann. Ja, also es ist nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich mich tatsächlich auf das Raspberry Pi beschränkt. Also ich kann jetzt nicht sämtliche ARM-Hardware abdecken. Also Banana Pi und Co. ist noch relativ weite Ferne. Das Raspberry Pi 2 schien mir der geeignete Kandidat, weil das das erste ist, was einigermaßen Desktop-tauglich ist. Und Knoppix ist ja eigentlich eher eine Desktop-Distribution als eine Embedded-Distribution. Obwohl man auf so kleinen Geräten mit bekannter Hardware durch weniger Hardware-Erkennung tatsächlich auch etwas schneller booten kann. Eine Gemeinsamkeit haben wir ja schon. Knoppix läuft am besten von USB-Stick oder SD-Karte und der Raspberry Pi, der bootet eh von SD-Karte. Also ist das an der Stelle sozusagen ein Heimspiel. Gut. Ja, Knoppifizierung habe ich das jetzt mal genannt. Ja, man nimmt eine Basisdistribution, in meinem Fall wieder Debian, und passt die dann so an, dass die auf dem Raspi läuft. Nochmal kurz durch die Modelle durch. Der Raspberry Pi Modell B, das war der erste Raspberry, mit dem ich angefangen habe zu experimentieren, hatte 512 MB RAM und die einzelnen Komponenten stehen hier drauf. Der hatte noch diesen merkwürdigen Composite-Video-Ausgang, den ich eigentlich schon
vor 10 oder 20 Jahren abgeschrieben habe. Das waren so alte Monitore für den Amiga und Co. Die hatten Composite. Zusätzlich natürlich die gute HDMI-Schnittstelle mit einer recht hohen Auflösung. Ja, Broadcom-Chipsatz, zweimal USB 2.0, Video-Core-4-GPU und eine CPU mit einem Kern. Also für Steuerungsaufgaben, für Webserver, für Fileserver sehr gut brauchbar. Für ein Embedded-Gerät hat er quasi gigantisch viel Speicher. Ja, ARM-Prozessoren brauchen noch nicht so viel Speicher wie AMD oder Intel. Insofern hätte man damit vielleicht auch schon arbeiten können. Aber vom RAM her und so hat es sich damals noch nicht wirklich für mich gelohnt. Die nächste Version, B&B Plus, hatten dann ein paar zusätzliche Pins dazu bekommen. Der Composite-Ausgang ist verschwunden, stattdessen ist er in die Audiobuchse integriert worden, wenn man den tatsächlich noch braucht. Und es gab mehr USB-Ports. Der Stromlaufplan ist auch besser geworden. Ja, bei dem alten war das so, wenn man dort einen Wi-Fi-Adapter reingesteckt hat, dann hat der Rechner ein Reset gemacht. Der neue macht dafür ein Reset, wenn man ein Blitzlicht im Raum startet, aber das ist ein anderes Problem. Ja, und dieser Micro-SD-Karten-Slot ist natürlich auch ein schöner Formfaktor. Und der Raspberry Pi 2, der unterscheidet sich von der B-Plus-Version eigentlich nur dadurch, dass er jetzt viel RAM hat, also verhältnismäßig viel RAM, 1 GB nämlich, und einen 4-Kerne-Prozessor, ja, 4 Cortex-A7-Kerne. Und auf dem macht das Arbeiten auch schon ganz, ist schon ganz spaßig. Und Octopi und Co., also so Sachen, wo man mit Videostreams in Echtzeit arbeiten kann, funktionieren darauf auch. Und da dachte ich, das ist doch jetzt ein guter Start, um mal zu probieren, da ein Knoppix drauf zu laufen. Optisch unterscheidbar, falls man zwei Boards hat und weiß nicht, ist das jetzt der 2er oder der B+, der hat auf der Unterseite auch einen Chip. Den hat der 3er übrigens auch. Den habe ich mir auch schon besorgt, ein bisschen getestet. Also so ganz kompatibel sind die beiden nicht. Dann braucht man schon ein paar Änderungen im Kernel, aber grundsätzlich würde das mit der Knoppix für Raspberry Pi 2 auch auf den 3er gehen. So, ja, die vorhandene Betriebssystem-Images für Raspberry Pi, lobt so als Frontend für Installation von Raspbian, OpenELEC, RaspBMC, Ubuntu, Mate, die sind eigentlich bekannt. Raspbian habe ich mir als Basis ausgesucht, einfach weil es Debian ist und ich bei der Knoppix für AMD Intel eben auch damit arbeite. Ja, Vorteil für mich, die größte, komplett freie, nicht an eine Firma gebundene, Community-unterstützte Distribution. Da besteht nicht die Gefahr, dass es von irgendjemand gekauft oder verändert oder reproprietarisiert wird. Basis auch für viele andere Distributionen, ja, auch für Ubuntu und das AMD Intel Knoppix, leicht erweiterbar. Ja, Nachteil von Debian, den habe ich auf dem Wettbewerb auf der CeBIT, wo es darum ging, gegen ein mit Gentoo installiertes System zu booten, die dabei waren, haben es gesehen. In Debian ist halt keine wirkliche Embedded-Optimierung drin. Ja, die Dienste, die da drauf sind, sind relativ groß, relativ viel miteinander verknüpft. Da ist der SystemD mit drin, der X-Server braucht zum Starten alleine schon mindestens 10 Sekunden. Also da war es auch nicht so einfach, einen Wettbewerb, wo es darum geht, wer bootet am schnellsten, auf einen Platz bekommen. Ich habe nur den 2. Platz erworben, es gab nur 2 Teilnehmer. Aber man muss sagen, ich mit dem letzten Platz habe in 13 Sekunden gebootet und der Gewinner in 12,5. Also es war ziemlich, es war schon ziemlich dicht. Bei mir war aber auch Software drauf, also OpenOffice, Firefox und so. Und beim, na gut, man muss da jetzt nicht drüber reden. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Der Gewinner hat mein Raspberry Pi bekommen und alle sind zufrieden. Und ich habe Motivation, es noch weiter zu verbessern. Gut. Also was mir bei Debian so ein bisschen zu schaffen macht, ist eben, dass es nicht Embedded-spezifisch optimiert ist. Einige Sachen sind überkomplex für ein Embedded-System und müssen entsprechend auch angepasst oder ein bisschen modifiziert werden. Ja, am meisten Probleme macht mir der SystemD, aber das ist nichts Neues, das hatte ich bei der AMD und Intel-Version auch. Gut, Installation und Konfiguration von Raspbian, so fängt es bei Knoppix für Raspberry Pi 2 auch an. Erstmal ein Raspberry Pi Image auspacken, das Raspbian von der Raspberry Pi Foundation auf eine SD-Karte draufputzeln. Mit Copy ging es natürlich auch, Copy Raspbian.image nach DevSDB. Dann booten und resizen, neue Pakete installieren und dann kommen die Knoppix-spezifischen Optimierungen und die Anpassung des Bootsystems. So wird das Verfahren, wenn wir das mal
als reguläre Distribution einplanen, auch in Zukunft laufen, dass man also aus einem Raspbian-Image einen Knoppix macht, in dem dort einige Modifikationen stattfinden, die das Knoppix-Boot-System implementieren. Die andere Alternative wäre, sowas from scratch zu bauen, vielleicht mit Yocto oder auf Basis von Gentoo, aber das wäre mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden bei jedem Update. Da würde ich lieber auf Debian weitersetzen. Ja, wie bootet so ein Raspberry Pi? Ja, interessanterweise machen die meisten Embedded-Systeme, die von SD-Karte oder Flash booten, so. Es gibt eine Partition, die ist meistens DOS-formatiert, einfach weil es ein Filesystem ist, was sehr klein ist, was von den meisten Kernels verstanden wird. Und auf diesem DOS-Filesystem befindet sich einmal der Kernel und dann Konfigurationsdateien, die den Kernel konfigurieren. Das ist die cmdline.txt. Und eine Datei mit Optionen, config.txt, diese steuert den Bootloader und bestimmte Parameter des laufenden Betriebssystems. Ja, das ist bei Debian auch so und in diesen beiden Dateien sind die meisten Optionen drin, die dann Bildschirmauflösung und Ähnliches beeinflussen. Zum Beispiel kann man da die HDMI-Auflösung einstellen, fest auf 800x600 oder mit wie viel Speicher die einzelnen Chipsätze dort betrieben werden. Vor allem für die 3D-Unterstützung ist das manchmal eine ziemliche Fummelei herauszufinden, wie viel von dem Hauptspeicher ich abknabbern darf für die Grafikkarte. Ja, während der Experimente mit so einem Raspberry Pi, wir hatten das schon mal gemacht, so auf dem Raspberry Pi entwickelt, installiert, ja. Wer ist nur Raspberry Pi Benutzer? Nur in Anführungszeichen, das sind die meisten, ja. Gut, also ist natürlich schön, wenn man Images hat, man installiert die und dann funktioniert das meistens out of the box. Wer auf dem Raspberry Pi entwickelt, steht manchmal sprichwörtlich vor einem leeren Bildschirm. Ja, und das ist immer dann, wenn das System nicht so weit hochfährt, dass der Framebuffer initialisiert ist und Text ausgegeben wird. Es mögen schon irgendwelche Fehlermeldungen passiert sein, nur kriegt man die nicht zu Gesicht. Ja, und erstmal muss man sich mit dieser Problematik bei Embedded-Systemen auseinandersetzen. Wie kriege ich überhaupt Zugang zu diesem Minicomputer, wenn erstmal am Anfang gar nichts funktioniert? Traditionell schließt man ja einen HDMI-Monitor an oder ein Composite oder mit Adapter, USB-Keyboard und Maus. Das ist aber, wenn man vorhat, das System erstmal kaputt zu machen, bevor man es wieder zusammensetzt, etwas schlecht. Zeitgemäß wäre Login per SSH, verschlüsselt via LAN oder WLAN, aber da muss ich erstmal ins LAN hochbooten. Ja, und ich muss die Adresse kennen von dem Raspberry Pi, die er per DHCP bekommen hat. Ja, die professionellere Variante wäre eine serielle Konsole über GPIO, das heißt direktes Andocken ans System. Das sieht man hier. Damit habe ich mir meinen ersten Raspberry Pi kaputt gemacht. Ich habe das Stromkabel an der falschen Stelle angeschlossen. Ja, das passiert halt. Man sollte damit rechnen, dass man sehr, also bevor man den Strom einschaltet, sehr, sehr aufpassen muss, dass das Kabel richtig dranhängt. Also am besten erst die Pins draufstecken und dann in den Rechner einstöpseln. Ja, das machen wir mal. Ja, Compiz muss natürlich auch drauf. Das ist noch nicht ganz fertig, aber wird dann gehen. So, dann kann man das hoffentlich hier mitverfolgen. Dann präparieren wir unser Raspberry Pi. So, ja, das ist diese lange Pinleiste. Man zählt von links oben. Eigentlich sind die Pins in der Reihenfolge, dass die nebeneinander liegen, in horizontaler Richtung 1, 2, 3, 4 gezählt werden, aber man kann auch anfangen von links oben zu zählen. Der dritte Pin ist der erste, wo was verbunden werden muss. Und zwar ist die Reihenfolge schwarz, weiß, grün. Und das rote Kabel schließt man nur an, wenn man das als einzige Stromversorgung des Boards möchte. Das geht dann an den ersten Pin. Oder wenn man ihn kaputt machen möchte. So, die Pins sind angeschlossen. Die andere Schnittstelle ist einfach ein USB-Port. Ja, da drin befindet sich ein TTL-Controller, der eine serielle Schnittstelle über USB zur Verfügung stellt. Es gibt verschiedene Programme für die serielle Schnittstelle, Minicom, PuTTY für Linux und Co. Das Programm, was auf den meisten Linux-Distributionen drauf ist, womit man an die seriellen Schnittstellen kommt, das ist der altbekannte Screen, mit dem man sich auch remote einloggen und dann dort Programme im Hintergrund in der Shell starten kann, sich später wieder ausloggen und dann wieder einloggen und die Session wieder übernehmen. Der Screen läuft dann die ganze Zeit im Hintergrund. Dieses Programm kann auch als Terminal-Konsole verwendet werden. Man gibt die Schnittstelle an.
TTY-USB 1 ist jetzt dieser TTL-Adapter. Ja, wenn man schon noch so einen anderen drin hat, beim ersten Adapter wäre es TTY-USB 0. Und dann kommt dahinter die Geschwindigkeit, die ist voreingestellt bei Raspbian auf 115.200 Baud. Und ja, dann drücke ich Return und wir sehen nichts. Das ist auch richtig so, weil das Raspberry noch keinen Strom hat und noch nichts passiert ist. Ja, jetzt könnte ich einen USB-gepowerten Hub anschließen, ja, an die Stromversorgung, oder ich konnektiere das rote Kabel. Da muss man sehr aufpassen. Ich entscheide mich jetzt mal für das rote Kabel. Ja. Gut. So, und auf dieser Serien-Schnittstelle sieht man jetzt die Dinge, die man auf dem Monitor eben nicht sieht. Die ganzen Kernel-Ausgaben und Kernel-Meldungen. Hier startet dann auch schon der X-Server. Network Manager hat sich gerade gemeldet. Ja, und das System wäre jetzt auf dem externen Monitor schon hochgefahren. Auf der seriellen Konsole habe ich eine Root-Shell. Ja, das waren also jetzt diese 12,5 Sekunden, mit denen ich verloren habe. Aber es ist immer deutlich schneller als Raspbian. Raspbian braucht bis zu 30 Sekunden, bis es komplett hochgefahren ist. Und bevor wir uns da mal umgucken, grafisch sehen wir es natürlich nachher auch, aber die Konsole ist erstmal sehr spannend, weil man da zeigen kann, was schon alles implementiert ist. Genau, das waren die Tipps, wie man an die serielle Konsole kommt. Ah, noch eine Variante, die ich ganz unterschlagen habe. Mit XRDP geht es auch, also mit einem Grafikserver, der dann die grafische Oberfläche übers Netzwerk exportiert. Da brauchen wir also auch keinen Monitor anzuschließen. Wie gesagt, da braucht man auch wieder Netzwerk, um darauf zuzugreifen. Aber damit wird auch sehr gerne gearbeitet, wenn das Raspberry Pi nur ans Netz angeschlossen ist und Strom hat und ansonsten keine weiteren Anschlüsse belegt sind. So, was kommt als nächstes? Ja, bei Raspbian üblicherweise menügeführte Konfigurationen, Raspi Config und bestimmte Dinge ein- und ausschalten. Das Dateisystem auf die komplette SD-Karte anpassen. Ja, wenn man also eine 32 GB Karte drin hat, standardmäßig eingestellt ist 4 GB und das ist dann ein bisschen dünn. Mit dem Raspi Config kann man dann den nutzbaren Platz auf die vollen 32 GB bzw. was davon übrig ist, einstellen. Ja, und dann Softwarepakete installieren und deinstallieren, ganz normal mit apt-get, ja, also ohne grafische Oberfläche, in dem Fall über die serielle Konsole, und dort stellt man sich dann sein Wunschsystem zusammen. Das ist alles noch Standard Raspbian, ohne dass ich irgendwas mit Knoppix machen muss. Das ist der erste Schritt, denn später wollen wir das Dateisystem mit allen installierten Programmen auch wie bei Knoppix komprimieren. Das hat Gründe, warum man das machen kann und warum das auch schneller geht, erzähle ich gleich was dazu. Ja, Hardware-Optimierung oder Knoppix-Optimierung, Hardware-Erkennung fällt glücklicherweise aus. Das heißt, diese große Datei Knoppix-Auto-Config, die normalerweise in etc.init.de liegt, wo ja 10 Jahre Optimierung und graue Haare wegen Hardware-Bugs drinstecken, um solche Hardware zu disablen, die fällt komplett weg, braucht man nicht mehr. Ja. Eine RAM-Disk wäre eigentlich auch unnötig. Die Initial RAM Disk bei Knoppix sucht im System, wo die Dateien liegen, die verwendet werden, die Overlays, und mountet die dann. Beim Raspberry Pi ist es so, man kennt die SD-Karte, die da drin ist, und auf der ersten ist der Kernel, auf der zweiten Partition ist das System. Also kann ich einfach dev mmc block 0 p2 mounten und bin dann auf meiner SD-Karte. Ist nicht ganz so einfach. Eventuell ist die SD-Karte noch gar nicht verfügbar über den USB-Bus, obwohl das System schon so weit hochgefahren ist. Also diese Initial RAM Disk macht durchaus Sinn, denn statt Systempartition zu suchen, kann diese Initial RAM Disk C-Loop mounten, also das komprimierte Dateisystem einbinden und noch ein paar andere Aufgaben erledigen, während die SD-Karte so langsam ready wird, dass man darauf zugreifen kann. Das dauert vom Starten des Kernels, bis man darauf zugreifen kann, ungefähr eine Viertelsekunde. Aber aus Sicht des Rechners ist das ganz schön viel. Und wenn man in dieser Viertelsekunde schon mal Initialisierung macht, dann hat man die beim Booten gespart. Und fast gewonnen. Gut. Ja, RAM-Kompression. Das RAM ist für ein ARM-System ja mit 1 GB beim Raspberry Pi 2 relativ üppig, aber wenn man dann Firefox, OpenOffice, vielleicht noch die 3D-CAD-Programme OpenSCAD, FreeCAD oder Blender auf dem Raspberry Pi laufen lassen möchte, dann, ja, warum nicht, dann
ist der Speicher halt auch irgendwann voll. Eine schnelle Platte, wo man swappen könnte, fällt aus. SATA-Schnittstelle hat der Raspberry Pi nicht. Swappen auf Flash, das ist schon kriminell langsam. Außerdem mag das Flash das nicht und blockiert dann bei häufigen Schreibvorgängen die Lesevorgänge. Auch nicht unbedingt gut. Also kaputt gehen wird es durch Swappen nicht, aber zumindest mal wird es langsamer. Tja, was macht man jetzt, um mehr RAM zu kriegen? Mehr RAM drauflöten, traue ich mir selber nicht zu bei SMD. RAM komprimieren, ja, das ist, wissen einige, dass es Knoppix macht, aber es ist keine Vaporware. Es gab mal so DOS-Programme, RAM Duplicator und so, die dann alles verdoppelt haben, scheinbar. Also die Anzeige des freien Speichers hat sich verdoppelt, aber ja. Die RAM-Kompression unter Linux funktioniert aber tatsächlich. Die funktioniert so, dass man einen bestimmten Bereich des RAMs als komprimierbarer markiert, dort eine RAM-Disk unterbringt und in dem Moment, wo der Bereich, der unkomprimiert ist, überschritten wird, fängt er an, Daten im Speicher, die gerade nicht gebraucht werden, zu komprimieren mit einem sehr, sehr schnellen Kompressionsalgorithmus. Ja, mit LZO macht er das und diese Daten dann auf diesen komprimierten Bereich zu verschieben. Dadurch ist der unkomprimierte Bereich frei für neue Programme und ich kann mit 1 GB RAM auch Programme starten, die ja, 2 oder 3 GB groß sind, zumindest dann, wenn sie sich gut komprimieren lassen. Also bei Videoschnittprogrammen kann das sein, dort wird erstmal viel freier Speicher pre-allocated mit Nullen gefüllt und die Nullen lassen sich natürlich gut komprimieren. Ja, für Compits, was virtuell 300 MB schluckt, real vielleicht 30 oder 40 Megabyte, ist es auch sinnvoll. Dort werden Grafikdaten, die im Hintergrund sind, weil gerade Fenster davor sind, auch im RAM komprimiert und später wieder geladen. Diese RAM-Kompression und Dekompression, die geht so schnell, dass es tatsächlich kaum auffällt. Erst dann, wenn wirklich sehr viel von diesem komprimierten Bereich vollgeschrieben wurde und er dann ständig dekomprimiert, komprimiert, dann merkt man schon, dass die CPU-Last etwas steigt. Ja. Hätte ich geswappt auf Platte oder auf Flash, wäre der Rechner in dem Moment aber eh schon tot. Also die RAM-Kompression ist ein deutlicher Vorteil gegenüber realer Hardware, weil ich dort im RAM deutlich schneller lesen und schreiben kann. Ja, File-System-Tuning wegen langsamen Schreibvorgängen. Ja, was kann man denn da machen? Die Schreibgeschwindigkeit auf so einer SD-Karte hängt durchaus auch vom Hersteller ab. Die Wahrheit ist aber, der Bus vom Raspberry Pi, der schafft höchstens so 20, 30 MB pro Sekunde. Also wenn man so eine Ultra-Speed-Karte für 100 Euro kauft, wird man enttäuscht sein. Das bringt nicht viel. Manchmal hat man auch Pech und die funktioniert gar nicht beim Raspberry Pi, weil sie zu viel Strom schluckt. Da kann man also von der Hardware her relativ wenig optimieren, aber Dateisysteme nehmen, die nicht so oft schreiben. Es wird bei Raspbian standardmäßig Xtier verwendet. Das legt ein Journal an, das ist prinzipiell sinnvoll. Das heißt, man kann, wenn der Rechner ausgeschaltet wird, ohne dass die letzten Schreibvorgänge abgeschlossen wurden, das Filesystem relativ schnell wieder in lauffähigen Zustand bringen. Man kann es auch erstmal mounten und damit arbeiten und später einen Filesystem-Check drüber laufen lassen. Knoppix verwendet ja seit ja, ziemlich langer Zeit schon Riser FS. Das macht nämlich den Filesystem-Check beim Mounten und zwar funktioniert das so, dass es ein Replay macht. Die letzten abgeschlossenen Transaktionen, die werden replayed, sodass man sieht, ab da ging es dann schief und dann werden die noch ausstehenden Transaktionen verworfen. Das geht in Sekundenbruchteilen und das Dateisystem ist immer in einem konsistenten Zustand. Und deswegen fand ich RiserFS sehr anfängerfreundlich. Man muss nie einen Filesystem-Check laufen lassen. RiserFS ist lediglich empfindlich gegen physikalische Fehler. Also wenn Blöcke wirklich kaputt sind beim Schreiben und man schreibt da drauf, dann können Teile vom Dateisystembaum verloren gehen. Aber das passiert bei X4 auch. Insofern ist es kein spezieller Nachteil. RiserFS ist sehr schnell bei der Binärsuche. Deswegen habe ich das auch wieder genommen für die Overlay-Partition. Und für Benutzer, die mal den Strom abziehen oder so, das nimmt das RiserFS normalerweise nicht übel und läuft beim nächsten Booten einfach weiter an der Stelle, wo der letzte gültige Schreibvorgang war. Ja, das Bootsystem ist kein Systemd bei mir, bei Debian schon. Das heißt, man muss den normalen Bootprozess von Debian quasi umgehen. Wie das geht, zeige ich gleich, wenn wir in das System ein bisschen reingucken. Ja, beim Raspberry 1 ist ein Desktop-Betrieb mit LibreOffice und Firefox gerade noch möglich, aber absturzgefährdet und mit der RAM-Kompression, so funktioniert das, habe ich dann diesen komprimierten Bereich im RAM
der zum Swappen verwendet werden kann. Das Z-RAM ist standardmäßig im Debian-Kernel nicht drin. Das müsste ich also hier für die Knoppix-Variante aktivieren im Kernel. Ich habe also mit dem 4.5er-Kernel begonnen, weil der eben auch diese 3D-Unterstützung von dem VC4 schon hat. Läuft leider auf dieser Version noch nicht. Aber prinzipiell ist die im Kernel drin und das Z-RAM eben auch. Und ab dem Moment, wo dieser Z-RAM-Disk eingebunden ist, kann ich ganz normal mit Make Swap und Swap On arbeiten. Ja, ich formatiere quasi das RAM als Swap-Bereich und kann dann da rein auslagern. Also mit der Variante, die hier in der Folie steht, hätten wir mit dem Raspberry Pi 1 statt nur 512 MB ca. 512 plus 400 MB Hauptspeicher zur Verfügung. Also fast die gleiche RAM-Menge virtuell, wie das Raspberry 2 von Haus aus schon mitbringt. Ja, Flash, da hatten wir vorhin eine kleine Diskussion drüber. Bei Flash-Medien wird ja oft in Foren empfohlen, ein Flash-File-System zu verwenden, was Wear-Leveling macht, also die Schreibvorgänge so verteilt auf die einzelnen Sektoren und Segmente von dem Flash, dass jeder möglichst wenig beschrieben wird. Also nicht, dass der Block 0 ständig geschrieben wird und andere nicht. Ja, das ist aber bei USB-Sticks und bei den meisten SD-Karten kontraproduktiv, weil die bereits einen Controller drauf haben, der das erledigt. Was passiert, wenn man dieses Wear-Leveling per Hand macht, ist, man bringt mehr Overhead in das Schreiben und Lesen hinein, das System wird langsamer und da prinzipiell auch mehr geschrieben wird, wenn Blöcke refreshed werden oder ganze Blöcke am Stück geschrieben, statt immer nur das Byte, was man tatsächlich schreiben wollte, kann die interne Reorganisation des Controllers nicht mehr so effizient stattfinden. Das heißt im Klartext, am besten schreibt man auf die SD-Karte einfach drauf, als wäre es eine Festplatte, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welchen Sektor beschreibe ich jetzt wie oft. Ein Magazin hat einen Test gemacht und 1 Million Mal den gleichen Block geschrieben und sie haben die SD-Karte im Laufe ihres Tests, da ging über ein ganzes Jahr, nicht kaputt gekriegt. Ja, einfach weil der interne Controller dafür gesorgt hat, dass eben nicht immer der gleiche Block überschrieben wird, sondern der Controller merkt sich in der Tabelle, welcher Block an welcher virtuellen Stelle sitzt und überschreibt dann jeweils andere. Also da braucht man sich keine Gedanken zu machen, dass man nur bestimmte Sektoren schreiben darf oder nur in bestimmter Reihenfolge. Doppeltes Wear-Leveling ist kontraproduktiv. Wir können also mit der SD-Karte genauso arbeiten wie mit Festplatten. Eine DOS-Partition, eine Reiser-FS-Partition und kein spezielles Flash-File-System. Gut, über Reiser-FS habe ich schon was gesagt. Ein großes Problem beim Raspberry Pi ist, dass das Schreiben auf der SD-Karte relativ langsam ist und oft auch den Bus blockiert. Ja, das ist dieser Einfrieren für einige Sekunden-Effekt. Der verstärkt sich interessanterweise auch oft, wenn man mehr mit Caching arbeitet. Das heißt, mehrere Schreibaktionen zusammenfasst im Hauptspeicher und dann am Stück schreibt. Dann bleibt das Raspberry Pi nicht in 10 Sekunden 5-mal kurz stehen und macht dann weiter, sondern nach 30 Sekunden muss man dann für eine halbe Minute warten. Das ist ja vielleicht auch nicht so gut. Also da gibt es noch ein bisschen Optimierungsarbeit. Vorzugsweise SD-Karten verwenden, die eine hohe Schreibgeschwindigkeit besitzen, denn die haben meistens einen Controller drauf, der das Lesen und Schreiben unabhängig voneinander koordinieren kann und einen internen Cache hat. Die Lesegeschwindigkeit von so einer SD-Karte ist fürs Raspberry Pi relativ egal. Die meisten Karten sind heute E-Class 10 und haben eine Lesegeschwindigkeit, die höher ist als das, was der Bus vom Raspberry Pi verarbeiten kann. So, für das segmentweise Schreiben und dieses Schreiben alle 5 Sekunden, da habe ich auch bei der Knoppix für Intel und AMD eine Lösung, nämlich das Delay zwischen den Schreibvorgängen hochzusetzen. Das steht hier unten, wie das geht. Ja, mit diesem Kommando schreibt das System nur einmal alle 5 Minuten. Jetzt ist aber, das, wie gesagt, dieses Buffer-Bloat-Problem, wenn sehr viel im Speicher angefallen ist, dann bedeutet das eben auch, dann wird sehr lange geschrieben und dann hakelt es merklich. Also mit solchen Optionen müsste man schon etwas vorsichtig sein. Man könnte das Delay natürlich irrsinnig hochsetzen, dann finden alle Schreibvorgänge nur im RAM statt und erst dann, wenn man runterfährt, wird es geschrieben. Ja, das ginge auch. Allerdings, wenn man sehr viel schreibt, irgendwann ist es RAM voll, dann muss er anfangen mit Z-RAM zu komprimieren und dann doch wieder schreiben. Ja, also ganz löst das Problem auch nicht. Oben ist ein anderer Ansatz, der bei Knoppix verfolgt wird und das machen inzwischen noch ein paar andere Live-Distributionen so. Verzeichnisse wie TMP und RAM werden als TMPFS eingebunden, also in einer RAM-Disk. Die Daten, die dort gespeichert werden,
die sind nicht lebensnotwendig für die gesamte Lebenszeit des Raspberry Pi, sondern nur für die aktuelle Session. Das heißt, wenn man runterfährt, werden die normalerweise eh gelöscht. Also warum soll ich sie dann überhaupt auf der SD-Karte speichern? Ja. Dazu noch ein neues Feature, das auch auf der Intel AMD Knoppix drauf ist, nämlich der Blockfair Queuing Scheduler. Sys, erkennen kann man ihn in der Queue, ne, Sysblock, MMC, Block 0, ja genau, Queue, Scheduler. Da steht normalerweise entweder der Completely Fair Queuing oder Deadline. Deadline ist so eine ganz einfache Warteschlange. Das sammelt die Schreiboperationen und nach einer bestimmten Latenzzeit geht es zum nächsten Tag über und dann darf der schreiben. Der Budget Fair Queuing Scheduler, der verteilt nicht Rechenzeit auf die Prozesse, die schreiben, sondern Slots in der Warteschlange. Na, das heißt, in der Theorie, auch wenn das System komplett ausgelastet ist, also klassischer Fall, Kernel kompiliert mit minus J8, ja, und Sie starten dann OpenOffice auf so einem System. Beim Completen, ja, das kennen Sie. Ja, wie oft kompilieren Sie? Ja, also bei mir ist es halt relativ oft. Und dieser BFQ, der hat die magische Eigenschaft, der hat so als Ziel gesetzt, dass OpenOffice immer gleich schnell startet, egal ob das System von der Last her sehr stark ausgelastet ist oder nicht. Der priorisiert quasi die interaktiven Prozesse. Da der Kernel Compiler sehr, sehr viel I.O. macht, OpenOffice, ja, am Anfang auch, verteilt der dann nicht wie der Completely Fair Scheduler die Bandbreite auf den, der mehr braucht, sondern auf den, der gerade gestartet ist. Ja, das heißt, das OpenOffice ist relativ schnell da. Insgesamt ist natürlich der Durchsatz immer noch gleich, das System oder der Busdurchsatz wird jetzt nicht irgendwie doppelt so schnell, aber man muss sagen, es fühlt sich schneller an. Ja, der Kernel kompiliert vielleicht tatsächlich sogar im CFQ-Fall etwas schneller, aber vom Arbeitsgefühl her, vom flüssigen Arbeiten auf einem Desktop-System ist der BFQ, so nach meiner Erfahrung, sehr, sehr praktisch. Es ist ein inoffizieller Kernel-Patch, der aber vielleicht irgendwann mal im offiziellen Kernel landen wird. Und gerade bei langsamen Datenträgern, die immer dieses Nadelöhr mit dem Lesen und Schreiben haben, ist es ganz gut, den BFQ zu verwenden. Dadurch hat man immer zumindest sofort Feedback, dass man OpenOffice gestartet hat. Ja, es passiert was, die Maus rotiert, es hakelt nicht und es kommen die ersten Fenster. Ja, und bei anderen Systemen klickt man einmal drauf, zweimal drauf, dreimal drauf und dann startet halt 10-mal OpenOffice, weil es einfach kein Feedback gab und weil zwischendrin das System gehakelt hat. Das kann der BFQ ganz gut. Also fürs interaktive Arbeiten habe ich mir diesen Scheduler ausgesucht und das ist auf dem System auch schon drauf. So, das Bootsystem. Ja, Debian führt über Systemd für jeden installierten Dienst ein Skript beim Start aus und der Systemd parallelisiert das. Das macht es teilweise schlimmer, je nachdem, welche Latenz der Datenträger hat. Bei DVDs ist es ganz schlimm zu parallelisieren, weil die DVD hat eben nur einen Schreiblesekopf. Und wenn 20 startende Programme den gleichzeitig benutzen wollen, dann ist er nur noch am Positionieren und gar nicht mehr am Datenlesen. Das Problem haben wir zum Glück auf der SD-Karte nicht. Ja, bis zum Erreichen des interaktiven Desktops werden bei Raspbian standardmäßig bis zu 1000 Programme gestartet und die meisten auch wieder unversehens beendet, weil sie als ja, nicht im Hintergrund zu starten markiert sind oder weil sie in der Konfigurationsdatei erst wieder angehalten werden. Das wird umgangen. Knoppix umgeht, und das trifft auch auf die Intel AMD-Version zu, umgeht das Ganze. Für System 5 sehen wir das hier. Normalerweise wird in jedem Run-Level ein RC-Skript gestartet, was dann alles, was unter etc, RC5, RC6, RC2.d steht, alle Dateien abarbeitet und erst dann den grafischen Desktop startet. Das ist ja alles auskommentiert. Stattdessen sieht bei mir die etc-init-Tab und ich verwende aktuell das Init, was in Busybox eingebaut ist. Es ist eine sehr reduzierte Version. Dadurch ist mein langfristiges Ziel, irgendwann mal apt-get --purge-remove-systemd machen zu können. Soweit bin ich noch nicht, aber nah dran. Das Busybox System 5 Init, das hat eine etwas andere Syntax, als man es gewohnt ist. Da steht als erster Punkt nicht ein Label, sondern die Konsole, auf der das Programm laufen soll. Und die einzelnen Dienste stehen dann, das wie üblich, mit Respawn oder Wait dahinter.
Also in der ETC Init Tab steht zum Beispiel drin, dass er die Grafik starten sollen, StartX, MNT System, Knoppix, StartX.sh. Das sind dann die Programme, die auf der grafischen Oberfläche laufen sollen und dahinter kommen die Optionen für den X-Server. Auf der Grafikkonsole 0 mit 96 dpi, No Listen TCP, damit der X-Server nicht von außen erreichbar ist. Da läuft dann der LXDE. Auf der TTY AMA 0, das ist die serielle Konsole, die wir ja gesehen haben mit der Rootshell, da läuft eine Bash und beim Shutdown werden einfach alle Programme angehalten und anschließend umount-a-r gemacht, die Dateisysteme abgemeldet und das System ausgeschaltet. Also ein turboschneller Shutdown, der hier implementiert ist. Der Rechner geht quasi beim Druck auf den Schalter sofort aus, meldet aber trotzdem alles korrekt ab. Also mehr muss es eigentlich nicht sein beim Hochfahren, denn wie gesagt, Hardwareerkennung haben wir ja nicht. Die virtuellen Dateisysteme, die RAM-Disk und so weiter, die müssen natürlich gemountet sein. Die etc-init.de Knoppix Autoconfig ist also übergegangen in init-rd-init und die ist sehr kurz, weil wir die Hardwareerkennung ja nicht brauchen. Da können wir mal einen Blick drauf werfen. Das ist also das, was am Anfang passiert ist, als das System gestartet hat. Hier oben startet der Kernel, ja, der lädt schon mal alle Treiber, die er einkompiliert hat. Dann kommt mein Init. So. Also ab Hello World bin ich mit meinem Skript dran. Der Kernel selber braucht zur Initialisierung, wie man hier vorne sieht, 2,26 Sekunden. Ja, danach ist die meiste Hardware schon erkannt. Sehr praktisch, muss ich nicht mehr machen. Und dann wird das POC-File-System gemountet, sys, und dann kommt C-Loop, also das komprimierte Dateisystem. Und Knoppix Data enthält das schreibbare Overlay. Das ist die einzige Partition, auf der tatsächlich physikalisch auf DSD-Karte geschrieben wird. Dahinter habe ich so einen kleinen Timer gemacht, der leider nur auf die Sekunde genau ist. Also jedes dieser Setups dauert hier scheinbar 0 Sekunden. Naja, es ist also jedenfalls unter einer Sekunde. UDEV braucht ein bisschen länger. Das braucht eine Sekunde, um zu starten. Also insgesamt verbringe ich dann nochmal in der Autokonfigurationsroutine eine Sekunde. Das heißt, wir sind anschließend Kernelstart und Autokonfiguration, sodass das System komplett ready ist. Root-File-System ist da, ich kann Programme starten bei etwa 3 Sekunden nach dem Einschalten. Das mit dem Swap-Space einrichten und X-Server starten, das läuft asynchron. Ja, deswegen sieht man das hier, obwohl der Swap eigentlich hier oben schon irgendwo eingerichtet war. Hier steht Spend in ZRAM. Aktiv wird das erst etwas später. Das hat aber auch keine Eile, denn so schnell können Sie den Speicher gar nicht vollschreiben. Ja, und dann kommt der X-Server, der im Moment nur der einfache Framebuffer-X-Server ist und dann in Kürze der mit 3D-Acceleration versehene X-Server sein soll. Gemountet ist hier schon das Knoppix-File-System mit Kompression unter DevCLoop. Mit DF sieht man es ein bisschen deutlicher. Ja, derzeit haben wir 2,6 GB an Software installiert, unkomprimiert. Und komprimiert sind es MNT System. Also die Pfade sind genau wie bei der Intel Knoppix. Ja, komprimiert sind es 1,5. Ja. Als Kompressor habe ich hier einen anderen verwendet. Die GZIP-Variante für Intel AMD, die ist auf die CPU optimiert. Die hat also Assembler-Code drin, sodass das Dekomprimieren sehr schnell geht. Das Ziel soll es ja sein, dass ich mit der Dekompression schneller bin, als mit dem physikalischen Lesen vom Datenträger. Ja, dadurch möchte ich es ja schneller machen. Ich möchte da wie bei Knoppix die Langsamkeit des Datenträgers irgendwie ausgleichen. Wir können mal ein Experiment wagen mit DD. Ich lese einmal direkt von der SD-Karte. IF gleich dev MMCBLK0, OF gleich DEV 0. Als Input-Flag, damit er nicht den RAM-Cache benutzt, muss ich Sync, ich mache das mal in die nächste Zeile, damit man es noch sehen kann. Es hat nur 30 Zeilen, dieses Terminal. E-Flag ist gleich Sync Direct. Ja, übrigens Tipp, wenn Sie wirklich den rohen Durchsatz ohne File-System-Cache verwenden möchten bei einem Benchmark, dann benutzen Sie immer diese iFlags, Sync und Direct. Das greift direkt auf die Hardware zu, ohne den Block-Cache zu verwenden. So haben Sie nicht irgendwelche hypothetisch hohen Werte, die durch den RAM-Cache kommen, sondern tatsächlich den Durchsatz von der SD-Karte. Fairerweise gebe ich ihm trotzdem 1 MB, dass er immer am Stück lesen kann. Und wir lesen jetzt mal 500 MB. Ja, oder 1 Gigabyte vielleicht sogar. Count gleich 1000.
So, das ist jetzt also Lesen von der SD-Karte, 1 GB, und das DD, das gibt uns ja praktischerweise am Ende immer eine Statistik aus. Die meisten SD-Karten Class 10 haben sowas wie 20 bis zu 30 Megabyte pro Sekunde beim Lesen. Beim Schreiben können wir das natürlich auch machen, aber wenn wir hier DDOF gleich DEVMMC Block 0 machen, ja, Sie lachen, Sie kennen sich aus. Ja, dann überschreiben wir unsere SD-Karte im laufenden Betrieb. Das wollen wir jetzt im Moment nicht machen. Das ist nämlich im Moment der einzige Prototyp, den ich habe. Gut, das grüne Lämpchen müsste dabei die ganze Zeit an sein. Ja, ist es auch. Bei der komprimierten Variante blinkt das ein bisschen, weil es nicht so viel lesen muss. Gut, also wir haben hier einen Durchsatz 22,9 Megabyte pro Sekunde. Das ist schon recht flott. Und jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Allerdings DDIF gleich dev cloop 0, das ist das komprimierte Dateisystem. OF gleich dev 0, gleiche Option, iflag gleich sync direct, bs gleich ein m, count gleich 1000. Ja, wenn man sich die Lampe anguckt, dann flackert die etwas. Immer dann, wenn sie aus ist, muss der Kernel dekomprimieren. Da haben wir dieses GZIP-Problem. Mein erster Versuch mit GZIP war nicht wesentlich schneller als das unkomprimierte Lesen. Ich möchte aber natürlich beim komprimierten Lesen schneller sein. Also physikalisch weniger lesen, dafür die CPU ein bisschen benutzen, um zu dekomprimieren. Also GZIP war so mittelmäßig. Der beste Dekomprimierer war bei mir LZ4. Der dekomprimiert sehr, sehr schnell. Und wir haben jetzt einen Durchsatz von 38,2 MB pro Sekunde. Das ist also schon deutlich höher, ja, also ein Drittel höher als vorher. Und damit kann man leben, denke ich mal. Noch schneller dekomprimieren kriege ich nicht hin. Oder man müsste die Blockgröße vergrößern. Aber das hilft dann nur beim Lesen großer Datenmengen. Gut. Also der Dekompressor, der sorgt dafür, dass das Ganze von SD-Karte nochmal ein Drittel schneller ist als bei der unkomprimierten Variante. Genau, als einziger interaktiver Prozess läuft die grafische Oberfläche. Die ganzen anderen Debian-Dienste werden nicht gestartet. Systemd ist abgeschaltet. Ja, jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir die grafische Oberfläche auch mal sehen könnten. Oder ich gucke nochmal in eine andere Datei rein. Im Moment in der Experimentierphase kommen die Skripte von dem DOS-Teil der SD-Karte. Ja, das ist MNT System. Ah, da sind die Overlays an der falschen Stelle, sehe ich gerade. Das könnte ein Grund sein, warum das mit dem 3D nicht ging. Naja, so, Knoppix Stern. Das eine ist die Autoconfig, die kann man eigentlich löschen, weil die nicht mehr gebraucht wird. Und das zweite ist das StartX. Ja, StartX startet im Prinzip einfach nur startlx.de und sonst nichts. Und insbesondere werden diese ganzen Sachen wie der Session Manager nicht gestartet. Das ist im Moment noch ein kleines Manko, weil die Dienste unter GNOME und KDE, die erwarten eigentlich, dass im Hintergrund noch ein Policy Kit läuft und der Systemd über diese libpem Systemd irgendwas sagt, wer wo eingeloggt ist. Und die werfen teilweise echt komische Fehlermeldungen, wenn man einfach nur das Netzwerk konfigurieren will. Ja? Da gibt es aber den gleichen Trick wie bei der Knoppix, den das abzugewöhnen. Ich trage einfach die Session manuell ein und dann kommen diese Fehler nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, ich mache nochmal ein BusyBox, einen Neustart. Ja, das ist diese schnelle Variante und wir schauen uns an, wie sich das auf dem Monitor macht. Ich hoffe mal, das geht. Die Auflösung, die das Raspberry Pi auf der HDMI-Schnittstelle zeigen will, die sind manchmal etwas, ich sag mal, außergewöhnlich. Also nicht jeder Beamer kommt damit zurecht. Gut, dann gebe ich wieder am richtigen Pin Strom drauf. Ja, das ist der typische Bootscreen, wenn kein Framebuffer läuft. Man sieht nämlich gar nichts, bis der X-Server startet. Jetzt habe ich leider die Zeit nicht gestoppt, wie lange das gedauert hat. Jetzt sollte der LX.de eigentlich schon sein, der Beamer synchronisiert sich noch mal kurz. Ja. Und dann kommt diese erste Meldung von dem Session Manager, dass er dort keine Login-Session gefunden hat, aber das macht nichts. Ja, also Network Manager läuft schon, konfigurieren ist wegen diesem Session Management Problem im Moment noch ein bisschen schwierig.
Aber was drauf ist, sind schon mal die 3D-Programme, die ich testen möchte, OpenSCAD, an Spielen, die sich für 3D-Kartentests ganz gut eignen, Neverball und so, kann ich im Moment wegen dem fehlenden VC4-Support noch nicht testen. Und ja, wir können ja mal LibreOffice starten, gucken, wie lange das braucht. Ja, das kommt jetzt von der komprimierten Partition. Ja, geht so. Also da ist vielleicht auch noch etwas Optimierungsbedarf. Sobald es mal im Cache ist, ist es natürlich schnell. Insofern darf man da nicht mit Tricks arbeiten und das irgendwie preloaden oder so. Ja, beim zweiten Anlauf sollte es immer den Block-Cache verwenden und schneller sein. Und da werden dann im Laufe der Tests auch weitere Programme, die auf der Knoppix drauf sind, untergebracht werden, inklusive dem Knoppix-Menü, wo man dann mit Flash Knoppix eben eine neue SD-Karte erzeugen kann für den nächsten Raspberry Pi. Das ist der normale X-Server, weil ich halt auch übers Netzwerk gelegentlich mal andere Sessions von anderen Rechnern rüberholen will. Und Wayland wäre natürlich eine Idee. Ja. Muss ich mal drüber meditieren. Harald ist ja da und kann mir Tipps geben. Und ja, also Ziel ist es natürlich, möglichst schnell in die grafische Oberfläche zu kommen. Und je weniger Overhead, desto besser. Aber ich weiß natürlich nicht, ob alle Programme Wayland-fähig sind, die da drauf sind und die ich gerne benutzen möchte. Okay. So, ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Worüber ich mir noch keine großen Gedanken gemacht habe, wenn das alles mal gut funktioniert, will ich es natürlich auch zum Download anbieten und ein Image zur Verfügung stellen. Die Frage ist, wie geht es dann weiter? Also langfristiges Projekt, irgendwer muss es betreuen, zwei Distributionen und noch ein Job und Familie. Irgendwann kommt man an seine Grenzen und merkt dann, dass es zu viele nächtliche Sessions werden und das macht dann die Stimme auch nicht mehr so richtig mit. Also eine Version mache ich auf jeden Fall fertig mit 3D und mit dem Knoppix Boot-Verfahren. Aber wie es dann weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht hat jemand für sich das als Geschäftsmodell, eine Distribution zu betreuen oder so, weiß nicht, und könnte das übernehmen und weitermachen. Da wäre ich also für Ideen dankbar, wie man das Ganze auch auf eine nachhaltige Basis stellen kann, sodass es nicht eine einmalige Geschichte wird, sondern auch kontinuierlich fürs Raspberry Pi 3 und Co. weiterentwickelt wird. Oder man sagt, naja, war schön, aber es gibt ja schon so viele Distries und wir müssen nicht unbedingt auch noch für das Raspberry Pi Knoppix haben. Ja, da wäre ich für ein bisschen Feedback ganz dankbar und würde an der Stelle jetzt in die interaktive Phase übergehen, zumal wir auch nur noch 15 Minuten Zeit haben. Ja. Und um Vorschläge, Fragen bitten, die ich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten versuche. Ja, kann man das Mikro rumgehen lassen? Ich hätte mal eine Frage und zwar nicht unbedingt nur zu dem Raspberry Pi, sondern auch zu, generell zum Knoppix. Wie siehst du das? Gibt es generell eine Möglichkeit, den Compiz wieder in die Debian-Sourcen zu bekommen oder ist mein Würfel für immer gefallen? Ist der Würfel gefallen, das finde ich gut. Also einmal gibt es ja ein offizielles Compiz-Repository, das haben aktuell Ubuntu-Entwickler übernommen, weil Ubuntu ja Teile von Compiz in seinen eigenen Desktop einbaut, aber den Original-Compiz als Erweiterung für GNOME, KDE oder eben LXDE, der wird auch weitergepflegt, nur nicht mehr an der ursprünglichen Stelle. Und da gibt es wohl bei den Debianern ein Missverständnis, die haben das nämlich für tot erklärt. Dabei wird es aktiv weiterentwickelt und in einem JIT gehostet, es gibt quasi täglich ein Update. Da hole ich mir auch die Sourcen her, kompiliere die für Knoppix und lade dann meine Sourcen hoch auf debianknoppix.alj.debian.org, ja, oder knopper.net/knoppix-sources. Das ist ein Alias für den Alj-Server. Also das Compiz, das gibt es noch, nur ist es halt nicht mehr in der Debian-Distribution direkt in den Repositories drin. Beim Raspberry Pi in den Raspbian-Repositories auch nicht, obwohl komischerweise das Fusion-Icon noch drin ist, was eigentlich als Starter für Compiz dient. Also ich fürchte, da müssen wir erstmal mit einem eigenen Repository fahren. Und da das ja bei Debian nach Architektur getrennt sehr schön geht, würde ich dafür wieder mein eigenes Repository, also debianknoppix.alj.debian.org verwenden und dann die jeweiligen Sourcen für ARM dort unterbringen. Ja, also sollte kompilieren und sobald ich soweit bin, gibt es dann auch ein Image mit Compiz drauf. Ja, ansonsten müsste man halt mal bei den Debian-Maintainern nachfragen, ob sie das nicht mitgekriegt haben. Das habe ich schon mal getan, aber noch keine Antwort erhalten. Ja, ich fände es auch gut, wenn Compiz wieder offiziell in Debian wäre. Dann hätte ich weniger Arbeit damit. Ich muss es immer selber neu übersetzen, wenn es eine neue Release gibt. Und wenn das der Debian-Maintainer von früher wieder übernehmen könnte, fände ich gut.
gut, aber gut zu wissen, dass noch jemand außer mir Kompels wirklich benutzt. Es gibt so viele Maschinen und überall sollte jetzt Knoppixdorf rennen, aber es kommen so viele neue auch raus. Rennt mein Knoppix auf der neuen Hardware? Hast du eine eigene Forschungsabteilung, die diese Frage beantwortet? Gibt es noch Leute, die da was machen? Gibt es die große Übersicht, Hardware-Maschine Knoppix rennt, rennt nicht? Ja, also die Firma Knoppix Incorporated mit ihren 2,5 Millionen Mitarbeitern, Ja, schön wär's, aber wenn du in die Kernel-Entwicklung einsteigen möchtest, wie wär's denn? Du machst ja auch Banana Pie und so Sachen, ne? Ah ja, nimmst du meine Sourcen und guckst mal, was geht. Ja, also da fehlt, wie ich vorhin gesagt habe, da fehlt halt im Moment so das Nachhaltigkeitskonzept. Ich würde es gerne machen, aber die zeitliche Komponente haut da halt schon zu. Wenn du eine Möglichkeit hast, die Zeit zu dehnen, bin ich auch für alles offen. Aber ich mache die jetzt halt erstmal fertig und dann schauen wir, vielleicht möchte jemand das Projekt dann übernehmen. Und die Maintenance später ist ja nicht so viel Arbeit wie das erste Erstellen, wo man sich auch noch mit dem ganzen Hardware-Kram auseinandersetzen muss und gucken muss, warum bootet es jetzt nicht oder doch. Oder zufällig und später, wenn das konsistent bootet, dann ist es auch einfacher, langfristig zu betreuen. Losgelöst von der aktuellen religiösen Diskussion versus Systemd, irgendwelche Pläne, das mal irgendwann einzubauen? Der Grund, warum ich frage, sämtliche Alarmvarianten, also Arch, setzen das halt auf V5, V6, V7, V8. Also immer noch Standard-Init-System ein. Und ich habe selbst V5 laufen mit 512 Megabyte, was ungefähr im Pi 1 entspricht. Und Performance ist also durchaus annehmbar für ein Modell. Bei Datenträgern, die gut parallelisieren können, ist Systemd auch gar nicht schlecht. Meine Kritik an Systemd, wenn man es überhaupt Kritik nennen darf, also ich finde Systemd toll, ist ein super System, das kann alles integrieren, das kann alles starten, alles in einem drin, die Logdateien, die jetzt im Binärformat sind, also das Einzige, was mir nicht gefällt an Systemd, ist die große Komplexität. Man hat einen Single Point of Failure, also das Ding, was mein System hochfährt, ist ein großes Programm aus vielen, vielen Modulen, wo es halt Tendenzen gibt zu sagen, dass es eigentlich gar nicht für reale Hardware gedacht ist, sondern für virtuelle Systeme. Ja, ich will jetzt den Autor, der das gesagt hat, nicht unbedingt zitieren. Also es gibt tatsächlich so Ansätze zu sagen, das ist für Docker gut, das ist für virtuelle Maschinen gut. Wenn man was zwischen Maschinen hin und her schieben will, dann kann der Systemd das verteilen und den entsprechenden Systemdienst triggern. Ja, auch dieses Eventbasierte, das mit den Alarmsystemen, ja, das ist alles schön und gut. Aber es ist für so ein kleines Embedded-System, finde ich, zu komplex. Da hätte ich gerne wirklich, dass am Anfang ein einziges Skript startet, wo ich selber als Entwickler festlegen kann und muss, was parallelisiert wird und was sequenziell gemacht wird. Eine dieser Sachen finden sich in dem Init-Skript. Das hat man vielleicht am Anfang kurz gesehen. So, wo war das? Die einzige Stelle, wo ich warten muss, ja, die ist hier. An der Stelle, wo ich alle virtuellen Dateisysteme gemountet habe. Ja, also POC, SYS und so weiter, dann muss ich jetzt auf die Multimedia-Card zugreifen. Und die ist vielleicht noch nicht da. Das erscheint einmal. Also ich weiß, dass ich 0,25 Sekunden brauche, dann ist die MMC da. Ein System, was das versucht zu automatisieren, das erkennt lediglich, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar und dann macht es halt was anderes. Und hoffentlich etwas, was nicht auf die MMC zugreift. Das kann man alles steuern, ja, natürlich. Aber ich als der es beobachtet hat, ja, bei den ersten 100 Versuchen ist es einfach durchgebootet, ohne Probleme. Und beim 101. Versuch war die MMC noch nicht rechtzeitig da. Ja, und Systemd traue ich einfach diese empirische Erfahrung nicht zu. Dass er halt sagt, okay, es hat 1000 Mal geklappt, aber beim 1001. Mal nicht, also muss ich an dieser Stelle besonders aufpassen. Ja, dieser Erfahrungsschatz, wenn mal was schiefgegangen ist, nicht einfach zu sagen, okay, dann booten wir neu und dann geht's jetzt, sondern an der Stelle halt auch ein Delay einzubauen oder zumindest mal eine Abfrage, das lässt sich halt sehr, sehr schlecht hundertprozentig automatisieren. Deswegen ist diese Autoconfig über auf der Zeit auch so gigantisch gewachsen. Für jede Grafikkarte ist eine Sonderbehandlung drin, einfach weil mir dann immer berichtet wurde, da geht das nicht, da geht das nicht, da geht das nicht. Und dann habe ich das in dem Skript so vorgesehen.
Und ich glaube eben, dass ein SystemD, der davon ausgeht, man hat relativ ideale Hardware und man hat ein Dependency-basiertes Booten, das einfach nicht so gut hinkriegen kann, wie jemand, der es ausprobiert hat und erkannt hat, an der Stelle muss ich halt jetzt einfach mal warten. Ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander, klar. Ja, also ich bin gerne bereit, wenn das System fertig ist und jemand sagt, ich kann das mit SystemD in der gleichen Geschwindigkeit und mit der gleichen Zuverlässigkeit booten, lasse ich mich gerne überzeugen und steige auf SystemD um. Ja, ich hätte auch ganz gerne, dass SystemD in der Lage ist, ein einziges Shell-Skript auszuführen und alles andere zu blockieren nebenbei, ohne dass es bei jedem Upgrade wieder diese Services-Dateien gibt. Aber ja, man kann mich überzeugen. Also ich bin immer für neue Technologie, ja, habe mir auch einen 3D-Drucker angeschafft und so. Und SystemD ist vielleicht, ja, SystemD ist vielleicht die Chance für Knoppix, etwas noch Schnelleres aufzustellen. Und ich habe es nur bisher noch nicht rausgefunden, obwohl ich sehr viele Experimente gemacht habe, wie es geht. Ja, ich lasse mich auch gerne beraten. Gut, also ich bin kein SystemD-Gegner. Ich brauche nur im Moment nicht. Ja. Ja. Ich hätte eine Frage zur alten Technologie. Und zwar sind Sie mir bekannt für barrierefreien Zugang. Ja. Haben Sie das hier auch berücksichtigt? Genau, das möchte ich. Das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich das machen möchte, damit man eben das Adriane-System, was ja mit Sprachausgabe arbeitet und mit Vergrößerung, wofür ich Compits brauche, ja, für Sehbehinderte, die dann in der Fullscreen-Vergrößerung arbeiten möchte, dass man mit relativ günstiger Hardware sowas selber realisieren kann und es nicht auf einem Notebook installieren muss. Beim Notebook habe ich immer das Problem, die ganzen Sondertasten liegen an der falschen Stelle. Keyboard ist generell vielleicht bei Notebooks etwas komisch. Und bei einem Raspberry Pi, da kann ich einfach ein USB-Keyboard anschließen, was ich mit dem Lötkolben markiert habe, mit den Punkten drauf für die wichtigsten Tasten. Und man hat für ja, vielleicht 50 Euro ein komplett barrierefreies System mit Sprachausgabe, großem Monitor dran und einem System, was man über SD-Karte einfach kopieren und weitergeben kann. Das soll auf jeden Fall mit drauf, ja. Danke.